Hey, guten Morgen hier aus Costa Rica. So befinde ich mich gerade hier in meiner Morgenrunde im Spaziergang. Meinen Hunden und sind einige Gedanken aufgekommen, die ich gerne mit dir teilen möchte, weil ich davon überzeugt bin, dass du davon profitieren kannst. So kannst du jetzt auch schon den Titel dieses Videos entnehmen. Warum du niemandem mehr helfen sollst oder warum du aufhören sollst zu helfen, das ist natürlich sehr, sehr plakativ. Und direkt kommt auch die Verstandesstimme mit rein, die sagt, aber warum denn? Wir sind doch gerade in einer Zeit, wo man gerade helfen soll, wo wir uns gegenseitig unterstützen dürfen, damit wir wachsen, damit wir voneinander, miteinander lernen, Durchbrüche in unserem Leben erreichen und dadurch erfüllter, selbstbestimmter, gesünder durch das Leben schreiten können. Und das ist auch alles absolut richtig. Aber das, was ich in diesem heutigen Video mit dir teile, ist mehr oder minder einer meiner ersten Lektionen, die ich damals für mich lernen durfte. Und irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, das aufzuzeichnen und gegebenenfalls mit dir zu teilen, damit du einfach mal schauen kannst, ob das mit dir resoniert. Denn meine Vergangenheit war definitiv durch ein Helfersyndrom geprägt. Und Helfersyndrom auf einer sehr, sehr toxischen Art und Weise. Und mit toxisch meine ich, dass es A erstmal gar nicht effizient war, so dass es anderen Menschen gar nicht wirklich zu ihren Durchbrüchen verhelfen konnte, sondern immer nur Symptombehandlung, Symptombehandlung, Symptombehandlung. Und auf der anderen Seite toxisch mir selbst gegenüber, weil ich absolut an Energie verloren habe. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen von diesem heutigen Video? Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr häufig immer wieder Anfragen hier auf Instagram im Chat bekommen, wo jemand ein Thema schildert. Bei mir ist gerade das und das los. Navid, hast du vielleicht irgendwie eine Frage, einen Tipp für mich, Entschuldigung, womit du mir helfen kannst, das für mich zu meistern? Und so ein Chatformat reicht natürlich gar nicht aus, um auf die Ausführlichkeit einzugehen, die dieses Thema gerade tatsächlich benötigt. Und mein früheres Ich wäre dort sofort drauf eingegangen, hätte Voicemails geschickt. Ich werde auch immer sehr, sehr häufig gefragt, Navid, hast du mal kurz Zeit, zu zoomen? Dass wir einfach mal eine halbe Stunde miteinander sprechen und vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Jetzt ist meine Situation heute natürlich anders und die zwingt mich förmlich anders zu agieren. Wenn du ein Kind hast, wenn du eine Firma hast mit einem 10-, 12-köpfigen Team, wenn du drei Hunde hast, wenn du ganz viel links und rechts noch dribbeln darfst und einfach mehr Verantwortung besitzt, wo du merkst, dass jeglicher Kleinscheiß in Anführungszeichen, was nicht bedeutet, dass du mit deiner Frage unwichtig bist, aber einfach für mich jetzt gerade wegfällt. Warum? Damit ich meinen Fokus darauf legen kann, wo meine tatsächliche Durchschlagskraft ist. Das bedeutet, wenn ich diese ganzen kleinen Anfragen und Nachrichten und Hilferufe in Liebe beiseite legen kann und ganz genau weiß, dass das Wehwehchen gerade nicht so groß ist, so dass ich jetzt gebraucht werde, sondern dass die Person einfach gerade nur irgendwo stuckt, verzweifelt ist, deswegen den Mut aufbringt, um nach Hilfe zu fragen. Und das respektiere ich sehr. Deswegen danke dafür, dass du das tust. Denn nach Hilfe fragen ist so wichtig. Aber ich darf das in Liebe so stehen lassen, weil ich weiß, dass die Person das für sich selbst gemeistert bekommt. Und ich lege meinen Fokus auf das, wo tatsächlich meine Kraft ist, wo ich mehr Menschen gleichzeitig erreichen kann und dadurch noch mehr auf dieser Welt bewegen kann. Der Impact ist also viel, viel größer. Und das möchte ich dir mitgeben, falls du keine Firma besitzt, falls du keine Hunde hast, falls du kein Kind hast und die Versuchung, in diese Helfersyndromfalle zu tappen, um sich vielleicht auch wichtig zu fühlen. Denn so war das bei mir damals. Ich habe mich wichtig gefühlt, ich habe mich wertvoll gefühlt. Jemand fragt mich nach Hilfe. Wow, ja, Navid, du kannst jetzt jemandem helfen an dieser Stelle und die Welt retten. Ja, das war dann immer so die innere Stimme und das Bild, was ich mir dann von mir selbst verkauft habe. Und das ist sehr verführerisch. Das weiß ich. Es ist sehr, sehr einladend. Aber ich möchte dir mit diesem Video ganz kurz klar machen, hör auf, anderen Menschen zu helfen. Und nochmal, das meine ich damit, indem du deine Energie auf das fokussierst, was deine tatsächliche Kraft ist, was dich wirklich ausmacht und womit du einen viel, viel größeren Impact auf dieser Welt hast. Falls du tief innen drin wirklich unter diesem T-Shirt ein Superman-Kostüm trägst und sagst, ich möchte diese Welt zu einem besseren Ort machen, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Menschen retten, ich möchte unterstützen, ich möchte für ein selbstbestimmtes, gesundes Leben von innen nach außen
sorgen, das nicht nur bei mir, sondern mit ganz vielen Menschen da draußen, dann lade ich dich herzlich dazu ein, bei solchen Versuchungen, wo der innere Superman oder der innere Superwoman sich gerade daran aufgeilen möchte, diese Chancen immer wieder zu nutzen, Energie verpulvert und dann tatsächlich die Energie an den wahren Spots fehlt. Das ist meine Perspektive zu diesem Thema heute. Wollte ich gerne mit dir teilen. Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Wie gesagt, Einladung, bleib in deiner Kraft und schau, wo du tatsächlich den größten Impact hast, um Menschen auf dieser Welt zu begeistern, zu inspirieren und zu einer Veränderung zu verhelfen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du es natürlich gerne teilen, kommentieren, liken, so wie das hier auf Instagram läuft. Und ansonsten liebe, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.